Klar, über Teleport jetzt eben kurz mal zurück. Dir Zaug ist es zu verdanken, dass ich heil und gesund wieder zurückkehre. Ich stehe tief in deiner Schuld. Obwohl dies Ganze recht schockierend war, können wir doch interessante Dinge in diesem Labor erfahren. Zuerst, Team Krypto existiert noch. Diese Tatsache ist eigentlich schon alarmierend genug, aber das noch schlimmer ist, sie erschaffen wieder Krypto-Pokémon. Nee, was sollen die denn sonst machen? Und das Schlimmste daran ist, dass sie das ultimative Krypto-Pokémon erschaffen wollen. Ein Krypto-Pokémon, das nicht mehr erlöst werden kann. Doch kann es, ich weiß nämlich wie. Team Krypto versucht offenbar wieder die Weltherrschaft zu erlangen. Pinky, weißt du, was wir morgen Abend machen werden? Nein, Brain, was wollen wir morgen Abend machen? Dasselbe, was wir jeden Abend machen. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Der Pinky und der Brain. Hey, ganz ehrlich, Leute, ich finde sowas immer sehr. Ich denke immer an die zwei. Ich weiß gar nicht, wer kennt die überhaupt? Also, wenn die jemand kennt, sollen wir mal sagen, wer Pinky und Brain sind. Also in die Kommentare schreiben, wer die zwei sind. Wer sie kennt, kriegt einen Gummipunkt. Juhu. Die Weltherrschaft so lang. Indem wir das Krypto-Pokémon als Waffe einsetzen, ja. Und diese perfide Krypto-Pokémon-Schirm aufzuhalten. Yay, seid ihr jetzt endlich fertig? Was rein, oder? Wir haben es geschafft. Die Kryptobis ist endlich fertig. Yay, sie ist fertig. Tatsächlich. Können wir sie endlich benutzen? Oh, fantastisches Time. Es ist endlich vollendet. Yolanda, vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie mich in meiner Abwesenheit so glänzend vertreten haben. Okay, die Zeit drängt. Sehen wir uns alle die Kryptobis an. Gehen wir. Yay, gehen wir. Ich will auch gehen. Alle bewegen sich außer mich. Hauptsache, der geht nicht hinterher. Ich muss von selbst darüber latschen. So. Sehen ihr genau an, Zauber. Das ist der Kryptobis. Zauber, dein Vater und ich. Wo ist übrigens mein Vater? Das habe ich keine Ahnung. Haben ihn vor 5 Jahren entworfen. Auslöser war dieser Krypto-Vorfall. Falls skrupellose Menschen wieder versuchen sollten, Krypto-Pokémon zu erschaffen, wollten wir selbst in der Lage sein, sie zu retten. Zaug, dein Vater hat fest daran geglaubt. In Gedenken an den Traum deines Vaters gründete ich dieses Pokémon-Hauptlabor. Ist der tot oder was? Zaug, wenn dein Vater noch hier wäre, wäre er sicher überglücklich. Ist jetzt die Frage, ist der tot oder ist er einfach nur verreist? Ist auf Pokémon-Abenteuer gegangen. Das verstehe ich nicht ganz. Als ich weg war, unterstützte offenbar alle Yolanda und ermöglichten, dass dies erschaffen werden konnte. Ja, schön. Nun gut, Sarah, du wirst uns den Weg weisen. Die ruhmreiche Geschichte des Kryptobis wird mit dir beginnen. Ja. Doch wenn ich bitte erzählen, so gütig, erkläre mir, wie der Kryptobis funktioniert. Ja, ich weiß, wie der funktioniert. Genau so. Hilfe der Pokémon ohne Sprung zu schon zurückkehren. Der Tötungsprozess, der das gewährleistet, findet in einem Forum statt. Dann kommt ein Krypto-Pokémon in dessen Kontakt mit intakten Pokémon. Die Krypto-Pokémon sind im Zentrum des Forums platziert und die Krypto-Pokémon können dann bis zu 4 intakte Pokémon gesetzt werden. Wir haben hier 9 dieser Foren und das heißt, wir können bis zu 9 Krypto-Pokémon gleichzeitig lösen. Eines solltest du in jedem Fall beachten. Eine Lösungsversuch wird nicht eingeleitet, wenn du ein Krypto-Pokémon allein in das Forum einsetzt. Die Krypto-Pokémon funktionieren nur, wenn sich mindestens ein intaktes ein Krypto-Pokémon in einem Forum befinden. Es ist ein höchster Bedeutung, so viele Pokémon in welcher Anordnung sich Krypto-Pokémon zu platziert finden. Ja, bla 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 bla. Wer zunächst. Das überspringe ich jetzt alles mal. Das werde ich so nach und nach später erklären. Ja, ich stelle mich auf die Scheibe und. Ja. Es wird jetzt alles viel zu lange dauern, das alles vorzulesen. Ich weiß, wie es funktioniert und ich erkläre es euch dann in kurzen Schritten. Ganz einfach und schnell. So, wir haben hier, wir sehen mich in der Mitte und wir können hier auf die Foren zugreifen. Wir aber arbeiten das erste Forum und wir gehen auf unserem PC in der Z drücken. Yay. Und hier haben wir halt unsere Krypto-Pokémon. Moment, der trägt Holzkohle. Du kommst da nicht rein. Wir nehmen uns das Teleosa, was wir schon erlöst haben. Gehen zurück und setzen das hier ein. So, wir sehen links, Tempo ist ziemlich niedrig. Aber wir haben aktuell nur das eine Pokémon. Und dann nehmen wir uns mal Inikoro, ist das stärkste aktuell. Und setzen es hier ein. So. Das dürfte jetzt ziemlich lange dauern, weil ich jetzt im Moment nur ein Pokémon habe, welches hier eingesetzt werden kann. Ich kann hier noch durchscrollen, aber halt erstmal nur das eine. Im Moment brauche ich nicht mehr zu erklären. Das ist erstmal alles. So. So, und dann haben wir hier geilerweise in 3D alles über uns stehen.
Und wir gehen wieder raus. So. Gefällt mir Kryptobus. Ja. Ziemlich übrigens hier, bitte. Absorbieren, die letzte Ziel. Ja, ich kann das alles auch von dem Ding aus bearbeiten. Den benutzen wir erstmal. So, und dann würde ich mal sagen, ich habe jetzt ziemlich lang gespielt. Ich mache jetzt Schluss für heute mit Pokémon. Wir haben Professor Klein gerettet, wir haben die Kryptobis jetzt einsatzbereit. Wir haben noch nicht wirklich unseren nächsten anderen Auftrag. Wir haben alle Pokémon, die wir dabei haben, erlöst. Und bevor ich das wieder vergesse, hole ich mir kurz mal ganz schnell. Du kommst kurz mal hier rein, du kommst gleich wieder raus. Ich behalte dich nämlich im Team, in jedem Fall. Gib mir das Item. So, und dann kannst du wieder weg. Und das ist so schön hier in dem Spiel. Man braucht nicht die Pokémon die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen, um sie zu erlösen. So, machen wir es hier drüber. Items, ganz unten. Geben. Hunduster. So. Hunduster seine Holzkohle. So. Wir. Ach, Moment, jetzt Quatsch. Apropos Team Krypto Yolanda, bist du. Sind die Krypto vorangekommen? Oh ja, dieser Dekodi ist die von Datenanalyse übergeben. Soll bald fertig sein. So, kannst du hochgehen und Dekodi fragen, wie es weitergeht? Ist. Dekodi sitzt meist im Raum neben dem Büro des Laborchefs. Erinnerst du dich? Sonst. Ja. Rudi, ich will, deshalb werde ich hingehen. Ensina. Das ist wirklich nur für die Arbeit. Okay. Die flitzt nach oben. Na komm, das können wir aber eben kurz noch machen. Was nach Hause? Naja, ich frage mich, was der CD-ROM ist. Zu stoppen. Bezahlen gehen. Die Cody. Okay, wir gehen kurz nach oben. Das können wir kurz noch machen. Das vergesse ich nämlich sonst. Dann renne ich wieder irgendwo hin ohne Plan und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Meine Name. Ja. Er ist nicht hier und ich weiß glaube ich wo er ist. Ach nee, egal. Können wir nachher noch. Können wir gleich noch ein bisschen Fernsehen gucken. So. Der schämt sich nämlich von wegen. Er schafft es nicht, das Ding zu entschlüsseln, meine ich. So. Steht hier ganz hinten, meine ich, irgendwo. Oder? Nee, nicht hier, dann war das auf der anderen Seite. Lal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 a. Da ist er. Ah, es tut mir leid, Professor, ich konnte den Code nicht knacken. Ah, du hast doch Zarak, hast du mich erschreckt. Zoom ist fast so gut gesichert wie Fort Knox. Ich bräuchte mal schon einen Computer, um das zu entschlüsseln. Wie kommt schon, sie sagst du. Hey, Professor Klein, was geht? Oh, Professor, ich habe sie enttäuscht. Ach, das ist alles halb so schlimm. Wenn ihr Computer braucht, nun, da wüsste ich jemanden. Wer könnte es sein? Sorry, es tut mir leid, dich damit zu belegen. Kannst du die CD-ROM nach UNPS nach Petrus bringen? Die Cody händigt Zarok bitte die CD-ROM aus. Ja, unnatürlich. Wir geben das nicht irgendwie einem Erwachsenen. Nein, wir geben das einem kleinen Jungen, der das aber wegbringen soll. UNPS ist als TV-Sendeanstalt bekannt. Die aber viel mehr ist als das. Die Leute von UNPS gründeten, waren maßgeblich am Zerschlagen von Team Krypto Pokémon Plan vor 5 Jahren beteiligt. Nein, waren sie nicht, das war ich alleine. Bitte bald vom UNPS, bald kennen wir noch die CD-ROM. Er ist die Rechte von Lenny, den kennen wir auch noch. Eigentlich hätten die bald Carl nennen sollen, so als Anspielung auf die Simpsons. Lenny und Carl. Dem Leiter von UNPS. Ich bin sicher, dass er die Daten auf der CD-ROM entschlüsseln kann. Gut, und wir kriegen es auf der Karte markiert. Petrus liegt unterhalb von Emeritea. Es ist weit weg. Also sei vorsichtig, wenn du dich dorthin begibst. Die Animation dauert trotzdem genauso lange. Okay, ich würde sagen, ich mache Schluss für heute. Das nächste Mal bringen wir die CD weg. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.